Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben in der letzten Folge diesen komischen Sektenanführer vernichtet und müssen jetzt Captain Dunham Bericht erstatten. Ich glaube, hier wartet entweder noch eine Nebenquest auf uns oder es geht hier einfach weiter, weil wir ja jetzt demnächst in den Wald reisen. Wir machen erstmal hier zu Captain Dunham, geben die Mission ab und dann habe ich ziemlich Bock auf den Wald. Ein paar von meinen Leuten sind zurück. Was war los? Ach, da oben hatte sich ein kleiner Kult entwickelt. Anscheinend bringt dieser Ort die Leute um ihren scheiß Verstand. Wenigstens sind ein paar Haie wieder da. Danke. Gern geschehen, ist doch kein Problem. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein leichtes Maschinengewehr mit 589. Halt leider nur blau, ne? Wir haben hier eigentlich einen ganz geilen Effekt drauf mit der Verbrennung. Heißes Blut wäre dasselbe, aber blaue haben halt nur ein Effekt. Die ist zwar ein Stückchen stärker, aber irgendwie nicht so geil. Der Rest ist schlechter, aber wir nehmen die Schuhe mit. Ich wusste doch, was mein Vater über diese miesen Autos hat, kann nicht stimmen. Danke nochmal für deine Hilfe. Da haben wir doch auf jeden Fall eine Verbesserung, dann können die hier gleich fort. Wir haben auch mittlerweile schon bessere Handschuhe, eine bessere Hose und Helm bleibt gleich. Dann können wir erstmal ganz kurz den ganzen Spaß vernichten und wir schauen hier nochmal durch. Ich hatte jetzt endlich ein geiles Gewehr, von dem ist auch nichts besser. Jetzt quatsch mir doch nicht dazwischen. Bin im Inventar, check's halt. So, und wir haben das Sturmgewehr hier. Ist jetzt gerade nicht das Stärkste, aber ich finde es halt geil, weil es lila ist, ne? Doppelläufige Waffe. Wir lassen das erstmal drin. Wir könnten halt prinzipiell auch schon ein bisschen modifizieren und erweitern, aber ich glaube, das ist mir noch zu früh. Lasst uns mal noch so, weiß ich nicht, 5, 6 Level höher sein, so vielleicht mit 17, 18, dann lohnt sich das schon eher. Aber ich fände es schade, wenn wir jetzt unsere ganzen Teile wegschmeißen. Beziehungsweise dafür benutzen. Und wir dann eine Folge später oder zwei Missionen später, wie auch immer, einfach was viel, viel Geileres kriegen. Das muss nicht sein. So, wir gehen hier zum guten Zahedi. Outrider, was kann ich für dich tun? Huch. Warum auch immer er jetzt hier gerade aus dem Menü gegangen ist, keine Ahnung. So, kann jemand meine veränderten Kräfte erklären? Diese Kräfte. Nichts von dem, was ich tun kann, ergibt einen Sinn. Hat schon mal jemand einen Veränderten untersucht, um zu verstehen, warum, wie... Die Gelegenheit, das zu studieren, hat man nicht oft. Du bist quasi unser erstes... Oh, ein Scheiß bin ich. Es gibt ja wen. Er erforscht die Geheimnisse deiner Art, geht aber recht rabiat vor. Er ist ein Veränderter und berüchtigt für seine tödlichen Experimente. Man nennt ihn den Alchemisten. Beide Seiten halten sich möglichst fern, aber irgendwo tief in diesen Bergen hat er ein Labor. Falls du danach suchst, sei vorsichtig, aber natürlich würde ich sehr gerne erfahren, was du findest. Das nehmen wir doch auf jeden Fall an. Bin dabei. Zeig mir den Weg. Es ist unglaublich, Outrider. Wenn wir mehr über unsere selbst rausfinden können. Wie lange ich schon nach diesem Signal suche. Ja, wissen wir doch. Dann wollen wir das natürlich auch machen. So. Wir müssen los, Jakob. Ab in den Wald. Damit haben wir Deadrock Pass soweit. Nee, Eagle Peak sind wir gerade. Entschuldigung. Jetzt gibt es auch überall noch Quests, ne? Ich habe nicht alles gemacht. Aber wir machen erstmal die, die uns so entgegenkommen und. Den Rest machen wir immer mal zwischendurch, würde ich meinen. Was gibt's denn hier noch? Historiker zeitlos? Göttliches Eingreifen? Das ist die wir gemacht haben. Aktive Mission, wissenschaftliche Methode. Das müsste ja eigentlich die sein, die uns gerade sagt. Nee, das ist Frequenz. Wir gucken mal ganz kurz in die Quests rein. Wissenschaftliche Methode. Finde das Labor des Alchemisten. Genau, das ist die wir aktuell machen.
Und Frequenz ist ja eh so die Haupt... die Hauptgeschichte. Ach nein. Moment. Das ist noch hier. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, das gehört zusammen. War gar nicht der Fall. Ich dachte, der Typ ist im Wald. Hier hinten soll er sein. Hier können wir hinreisen. Da sind wir doch relativ nah dran. Das sieht doch gut aus. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, das gehört zusammen. Dass der Typ jetzt im Wald ist und wir sozusagen die Mission dann mitnehmen. In den Wald, aber nein, war leider nicht der Fall. Der Alchemist muss ganz in der Nähe sein. Na, wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Dann kämpfen wir uns hier mal vor. Immer diese geile Videosequenz. Aber besser als ein Ladebildschirm. So viel zu dem Thema. Okay, er ist also bekannt für seine tödlichen Experimente. Ah, das sah gerade aus wie Schüsse. Also wird er sehr wahrscheinlich Menschenversuche vornehmen. Ich würde sagen, hier waren mal Personen drin. Guck mal, einen für die Kaka, einen für die Pippi zum Rauslassen. Und hier, weiß nicht, wenn er mal niesen muss. Haben doch alles, was sie gebraucht haben. Und ja, die Stimme ist gerade wieder so extrem komplett leiser, also ich höre sie fast gar nicht. Irgendwie kommt ja was. Wir sind immer noch auf Weltstufe 6. Ja, wo kam er denn her? Explodieren die oder greifen die an? Ich glaube, die greifen nur an, ne? Aber bisher ist ja wirklich ein Kinderspiel. Die mag ich irgendwie am meisten hier, die Kleinen. Außer wenn es zu viele werden, aber jetzt geht es ja gerade noch. Da haben wir es schon. Ist natürlich trotzdem ein bisschen komisch, dass die in 30 Jahren immer noch absolut gar kein... eigentlich noch gar keine Forschung groß betrieben haben oder irgendwas erklären können auf dem Planeten. Gefühlt haben die in den 30 Jahren wirklich nur alles zugeschissen. Und gegenseitig bekriegt, aber ansonsten ist hier irgendwie gar nichts passiert. Außer natürlich die Gebäude und sowas, die errichtet haben, ist mir schon klar. Gegenstand aufheben, was hat er denn fallen lassen? Ein Schlüssel, beschaffe das Tagebuch. Hoch oder runter, Pfeil? Runter. Kriegsgefangene als Versuchskaninchen. Wen wundert's? Na, wer, wenn nicht die, ne? Spaß. Was kannst du mir noch über den Alchemisten sagen? Vor einigen Jahren fand ich ein paar geheime Berichte. Offenbar hat Präsident Nyberg die Experimente des Alchemisten finanziert. Sie wollten eine Waffe gegen die Rebellen entwickeln. Aber was der Alchemist da erschaffen hat, hat der ECA eine Höllenangst eingejagt. Das Ganze wurde vertuscht. Als geheim eingestuft. Okay, klingt ja schon mal gut. Mal gucken, was er erschaffen hat. Hallo? Huch. Jetzt werden wir angegriffen. Wir wollen immer erstmal, dass wir hier ein kleines Stückchen reinkommen, bevor die sich zeigen. Oh, jetzt kommen hier aber die Alphas, die größeren. Ist doch gut, kommt her.
Au, 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 ich hänge. Nein. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Oh, oh. Bin hier vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch reingegangen in die ganze Geschichte. Wo sind wir denn hergekommen? Hier hinten, ne? Jetzt machen wir erstmal die ganzen Kleinen weg, dass wir uns um den Großen, um die Großen kümmern können. Autsch. Der ist jetzt auch gleich fort. Und dann haben wir bloß noch den hier übrig. Ah, ja, ist ja gut. Ah, so viel zum Thema. Wir haben bloß noch... Scheiße, wir hängen. Wir sind eingekesselt. Ich glaube, wir sterben. Lasst mich durch. Ich kann nicht laufen, obwohl nichts vor mir ist. Jetzt. Nahkampf ist doch relativ stark. Müsste ich öfter einsetzen. Ja, wenn man so umkesselt ist, umzingelt, dann ist das echt eine ziemliche Scheißsituation. Und noch eine weitere Tagebuchnotiz. Mal schauen, was da drin steht. Dieser Alchemist hat jahrelang mit der Anomalie herumexperimentiert. Er hat Soldaten gefangen genommen, sie im Sturm an Kreuze genagelt und sie der Scheißanomalie schutzlos ausgesetzt. Um sie zu Veränderten zu machen? Zu Waffen vielleicht? Nein. Am Ende wollte er wohl rausfinden, wie man den Prozess umkehrt. Wie er wieder menschlich werden kann. Hm, okay. Entweder ist er gerne, nicht gerne ein Veränderter. Oder er möchte gerne Veränderte umbringen. Dass er der einzige Veränderte auf diesem Planeten ist. Könnte beides sein. Ich denke, wir kriegen es zeitnah raus. Und er macht das immer noch mit dem Springen. Ich sag's schon seit 5 Folgen, dass ich die Taste mal umstellen will, aber es ist halt auch ein bisschen doof gemacht. Irgendwann denke ich dran. Versprochen. Wir haben eine neue Tagebuchnotiz. Und davon gibt es echt eine ganze Menge hier im Spiel. Ich finde es immer ein bisschen schade. Da steckt so viel Arbeit drin von den Entwicklern. Das ist ja in vielen Spielen so, dass es so viele Notizen und kleine Sachen zu entdecken gibt. Aber ich glaube, so 80-90% der Leute lesen sich es einfach nicht durch. Also zumindest kenne ich kaum jemanden. Nicht bei solchen langen Texten. Wenn es immer mal ein kleiner Schnipsel wäre mit, weiß nicht, 3-4 Sätzen. Das wäre was anderes, aber... Wenn man hier alle 5 Meter einen halben Roman findet, dann ist das einfach ein bisschen zu viel des Guten. Hörst du mich, siehst du mich, riechst du meine Angst, den Gestank meiner brennenden Glieder? Nö, ich riech aktuell nix. Wieder ein Alpha. Hinter uns kommt irgendwas. Ah, wir brauchen bessere Deckung, aber gegen die Viecher ist halt auch nicht viel mit in Deckung bleiben. Was macht er? Er macht irgendeinen Special Move. Damit haben wir ihn. Er schießt Giftkugeln. Ja, das hat sich doch mal gelohnt, das Feuerchen hier. Na, es ist halt doch nur für den Nahkampf gedacht. Ich würde gerne mal sehen, wie weit das Ganze geht, aber anscheinend nicht so weit. Wenn das mal nicht Matrix-Style mit dem Ausweichen gerade war, dann weiß ich auch nicht. Hat das überhaupt einen getroffen? Ich glaube nicht, ne? Kommt doch nicht aus allen Ecken. Könnt ihr euch mal auf eine Seite beschränken? Das wäre echt freundlich. Ja, der Alpha, den will ich nicht unbedingt im Nahkampf haben. Aber auch die sind eigentlich noch relativ easy. Und damit auch der nächste Bereich geklärt. Läuft doch bei uns.
Wird mal kurz schauen, ob es vielleicht doch noch... Aber wir dürfen nicht hier hoch, schade. Vielleicht irgendwo eine Kiste gibt. Ich glaube, er hat seine besten Tage auch hinter sich. Hier geht's auch nicht hoch, hier gibt's nur Muni. Schau noch mal eben hier hinten. Was passiert hier? Ist das die Anomalie? Hat er die Quelle des... der Anomalie gefunden? Den Ursprung? Oder ist sie überall auf dem Planeten? Keine Ahnung. Gut, dann sammeln wir die nächste Tagebuchnotiz. Logbuch des Alchemisten geht weiter. Und jetzt müssen wir hier zu ihm. Untersuche die verkohlte Leiche. Als wärst du mein Gott! Ich war dein Experiment. Wie ein Nagetier! Und nun willst du mich ins Dunkel zurückstoßen? Nein! Du bist es. Dich, der die Dunkelheit kennen. Wie alle, die vorgeben, Götter zu sein! Autsch, was ist denn mit ihm los? Sahidi, hab den Alchemisten gefunden. Er ist tot. Wurde mit einer Stange aufgespießt und dann verbrannt. Oder andersrum. Waren es die Rebellen? Ja, eins seiner Versuchskaninchen. Proband 6 hat die Experimente offenbar überlebt. Und war nicht gut, auf ihn zu sprechen. Meine Güte, komm zurück, Outrider. Das war's wohl schon. Ziemlich unspektakuläre Mission. Aber vielleicht erwartet uns ja doch noch eine Überraschung. Aber ich glaube nicht, weil hier ist das Schnellreisesymbol. Naja, die ging ja mal relativ fix. Ohne größere Komplikationen. Wir machen zurück ins Lager. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg zum Wald machen. Wie hieß es? Dead Rock Pass? Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Und ich glaube, dort wird's dann nochmal eine Nummer härter. Beziehungsweise weiß ich es, denn ich war dort schon. Gut, wir holen hier mal noch schnell die Belohnung ab. Dr. Zahedi, wir haben es geschafft. Der Alchemist? Was hast du gefunden? Keine Antworten. Nur noch so ein Schatzspinner, der den Preis für seine Fragen bezahlt hat. Und was nehmen wir uns Schönes? Wir haben hier ein Gewehr-Einzelschuss, relativ stark. Find's ein bisschen schade. Ach doch, wir können es mit beiden vergleichen, richtig? Erst die, danach die. Schwächer als das bringt uns nichts. Auch schwächer. Lavageschosse verringert die Rüstung des Ziels um 30%. Naja, die Kopfbedeckung ist zumindest ein bisschen stärker. Und bringt auch... Nee, das hier hat Hitzewelle. Haben wir aktuell nicht ausgerüstet. Wir haben halt Lavageschosse drin und da ist der Helm, den wir aktuell haben, eigentlich cooler. Wir schauen nochmal eben ins Inventar rein. Der macht die Lavageschosse. Wenn die Fähigkeit endet, wird 15 Sekunden lang ein mächtiger Waffenbonus von 50% gewährt. Das ist natürlich cool. Ja, mal Hitzewelle haben wir nicht ausgerüstet. Anomaliehunger haben wir auch nicht. Strahlungswelle, Hitzewelle. Was haben wir denn? Wie heißen denn unsere Fähigkeiten? Wir müssen mal kurz durchgucken, dass wir uns ein bisschen auch damit... Doch, wir haben doch Hitzewelle. Ich, Vollidiot. Verzehrendes Feuer haben wir und Lavageschosse haben wir. Jetzt gucken wir nochmal. Das ist für die Lavageschosse cool. Das ist für die Hitzewelle. Die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden. Das wissen wir. Das ist eigentlich ziemlich cool. Verzehrendes Feuer erhöht den Schaden der Fähigkeit um den Wert eines Lebensentzugs durch Fähigkeiten. Auch nicht schlecht.
Hitzewelle verursacht bei von der Fähigkeit betroffenen Gegnern Schwäche. Ermöglicht die Absorption eines zusätzlichen Ziels. Ah, also eigentlich haben wir alles perfekt auf unsere Fähigkeiten ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob man die Items einfach direkt auch so findet. Je nachdem, welche Fähigkeit man gerade aktiviert hat. Prinzipiell hätten wir ja noch mehr Auswahlmöglichkeit. Erzeuge eine Anomalie-Explosion, um bei allen Gegnern in einem großen Radius um dich herum einen Asche-Effekt zu verursachen. Asche ist Bewegungsunfähigkeit. Ich finde eigentlich, wir fahren aktuell damit ganz gut. Die Lavageschosse sind mega geil. Halt auch schön auf Entfernung. Mit dem Ding holen wir uns ordentlich Leben wieder und die Hitzewelle ist eigentlich so Nahkampf, wenn wir mehrere Gegner um uns herum haben. Ich würde das erstmal so lassen. Dann nochmal in die Klasse reinschauen, aber wir haben aktuell keine weiteren Klassenpunkte. Und ansonsten gibt es halt hier wieder so ein paar kleine Belohnungen. Oh Gott, ich glaube, das können wir jetzt Ewigkeiten durchdrücken. Brauchen wir soweit erstmal nicht. Naja, dann haben wir die Nebenmission noch abgeschlossen. Ich würde nochmal auf die Karte gucken. Wir haben die Frequenz noch, ist hier oben jetzt noch verfügbare Mission. Historiker zeitlos, aber die sagt mir was, die haben wir doch schon gemacht, oder? Ich hoffe zumindest mal. Ja, wir waren auf jeden Fall dort. Aber, nee. Beschneite in diesem Gebiet sind keine Missionen verfügbar, hier auch nicht. Ja, auch nicht. Mich wundert es, dass das halt so gelb ist. Eventuell haben wir die doch noch nicht gemacht. Naja. Wir schauen uns das in der nächsten Folge nochmal an. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.